Es heißt ja, dass Momonosukes Teufelsfrucht ein Fehlschlag sei. Was mich die ganze Zeit daran stört, ist die Frage, wieso? Dies werden wir heute klären in diesem Video. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo. Und jetzt Intro ab! Also, um die Frage zu klären, wieso Momonosukes Frucht ein Fehlschlag ist, müssen wir uns erstmal überlegen, was sollte die Teufelsfrucht eigentlich tun? Vegapunk erschuf die Teufelsfrucht mit der Intention, dass sie eine normale Teufelsfrucht imitiert. Derjenige, der sie isst, also die gleichen Fähigkeiten bekommt wie bei der Originalfrucht oder im Idealfall vielleicht sogar stärker als die Originale. Im Falle von Momonosuke kann man behaupten, sie tut, was sie tun soll. Momonosuke verwandelt sich in einen Drachen. Ob es von vornherein geplant war, dass diese Frucht Nissoan ist, kann man nicht sagen. Da aber auch Caesar, Smiles, alles Soan-Früchte sind, können wir davon ausgehen, dass es der Wissenschaft bisher generell wohl nur gelingt, Soan-Früchte zu kreieren. Deshalb denke ich mal nicht, dass sie ein Fehlschlag ist, nur weil es sich dabei um eine Soan-Frucht handelt. Auch ob es beabsichtigt war, dass es die Drachensoan wird, ist bis dato noch unklar. Aber ich denke, selbst wenn nicht, hätte sie auch deutlich schlimmer ausfallen können als ein Drache. Also kann die Verwandlung in einen Drachen ebenfalls nicht der Grund für den Fehlschlag sein. Es wird bisher spekuliert, dass es darum geht, dass derjenige, der sie isst, nicht so groß ist wie ein Kaido. Dies könnte ein möglicher Grund sein, weshalb diese Frucht ein Fehlschlag ist. Dabei gibt es aber zwei Gegenargumente. Erstens ist die Tatsache, dass wenn bisher nur Momonosuke diese Frucht gegessen hat, sie nicht wissen konnten, dass der Drache so klein ausfällt. Zudem steht hier dann die Frage, ob die Größe tatsächlich durch die Teufelsfrucht bestimmt wird oder ob Momonosuke nur so klein als Drache ist, da er selbst noch so jung und klein ist und die Soan-Frucht dies einfach übernimmt. Das zweite Gegenargument ist, dass wir bisher nur von einer Frucht wissen, welche Momonosuke gegessen hat. Bedeutet also, um sie als Fehlschlag einstufen zu können, müsste es noch eine zweite Frucht gegeben haben mit demselben Effekt. Oder die Teufelsfrucht muss beim ersten, der sie gegessen hat, wieder extrahiert worden sein irgendwie. Zudem sagen einige, die Frucht sei ein Fehlschlag, weil Momonosuke weder die Transformation am Anfang kontrollieren konnte, immerhin konnte er sich nicht mehr wirklich zurückverwandeln, und dass er Fähigkeiten wie das Kreieren von Wolken nicht richtig beherrscht. Jedoch muss man hier sagen, dass dies vermutlich eher daran liegt, dass er diese Frucht noch nicht so lange hatte und diese Fähigkeiten nie trainiert hat, siehe Eki. Als dieser seine Giraffenfrucht gegessen hatte, war der Anfang auch nicht gerade die perfekte Beherrschung seiner Teufelsfrucht. Oder auch Ruffy, als er als Kind seine Frucht aß, konnte er damit nicht wirklich was anfangen. Man muss eine Teufelskraft erst trainieren und dies erklärt eher, weshalb Momonosuke diese Schwierigkeiten hatte. Als Beweis kann man sagen, dass er es nämlich mittlerweile beherrscht, sich hin und her zu verwandeln. Also bleibt immer noch die Frage, wie konnte Vegapunk diese Frucht als Fehlschlag deklarieren, ohne dass sie jemand gegessen hatte? Dies wäre nur durch die Optik möglich. Was wahrscheinlicher ist, dass Vegapunk diese Frucht nie ausprobiert hat. Er entwickelte sie und kurz darauf zerstörte Caesar, Clown, Punk, Hazard. Und sie mussten die Teufelsfrucht bei der Evakuierung Punk Hazards zurücklassen. Würde auch erklären, warum der Raum so zerstört war, da die Leute im Punk Hazard in Panik geraten sind, als das Gift einströmte. Und Caesar Clown nennt diese Frucht einfach einen Fehlschlag. Immerhin ist Vegapunk sein Rivale und er würde dessen Arbeit nie loben. Deshalb behaupte ich, dass Momonosukes Frucht kein Fehlschlag ist. Nein, im Gegenteil. Caesar Clown wusste, wie gut diese funktionierte. Und weshalb diese Frucht zugleich mit Kaidos Frucht ist, liegt vermutlich daran, dass Vegapunks Frucht DNA von Kaido benutzt oder zumindest von dessen Drachenform oder Teufelsfrucht. Deshalb wirkt Momonosuke wie eine komische Kopie von Kaido im Kleinformat. Eine andere Variante dieser Geschichte könnte auch sein, dass Vegapunk schon lange versuchte, Soan-Teufelsfrüchte zu kreieren und vor allem die Drachenfrucht nachzuahmen. Und die ersten wirklichen Fehlschläge waren die zwei Drachen, die wir auf Punk Hazard gesehen haben. Zwar verwandelten sich die Probanden in Drachen, verloren aber jegliches Menschliche in sich, so dass diese nur noch zu wilden Bestien wurden.
Und da keine der Früchte bisher funktioniert hatte, wurde auch Momonosukes Teufelsfrucht als Fehler deklariert, weil sie vielleicht aus derselben Charge stammte, ohne dass sie vorher ausgetestet wurde. Caesar versuchte sich weiter an diesen Experimenten und erschuf so die Smiles. Wenn man jetzt sagt, okay, hey, aber wie soll denn Vegapunk bitte DNA von Kaido haben? Naja, wir wissen ja, dass Kaido öfters mal gefangen genommen wurde. Wieso dabei nicht auch von der Marine? Wieso hat man ihn dann nicht auf Punk Hazard stationiert und hat einfach Proben von ihm genommen? Würde zumindest auch dieses komische Schild erklären, was auf Punk Hazard ist. Noch ein letzter Erklärungsversuch wäre auch, dass auch Kaido nur eine künstliche Teufelsfrucht von Vegapunk gegessen hat. Würde zumindest seine roten Tattoos erklären, die sehr ähnlich aussehen wie die Muster, welche die Gifter nach dem Verspeisen ihrer Früchte bekommen haben. Und weil Caesar so sauer ist, dass Vegapunks Früchte funktionieren, sagt er, es wäre ein Fehlschlag. Es gibt aber leider immer noch ein Problem an der Sache. Sollte diese Frucht von Vegapunk tatsächlich funktionieren und nur von Caesar Clown als Fehlschlag betitelt worden sein, wieso sehen wir dann in der Marine nicht lauter Drachen-Soan-Teufelsfruchtnutzer? Er hat ja sicherlich sein Projekt wieder aufgenommen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Habt ihr vielleicht dafür eine Erklärung?